Gehen wir erstmal dahin. Wo waren das hier? War das hier? Hier? Hier. Ordne die Quadrate so an, dass die Zahlen auf jeder Seite eines Quadrats mit jener der benachbarten Quadrate übereinstimmen. Ach du Scheiße. Okay, das ist immer so eine Sache. Was gibt es denn für Zahlen, die oben nicht mehr vorkommen? Die 9 kommt oben vor. Die 1 kommt nirgendwo oben vor. Das heißt, du musst dann ganz unten irgendwo sein. Setz mal dich einfach mal nach unten. So, was haben wir noch? Wir haben die 5. Die 5 kommt natürlich auch nirgends oben mehr vor. Dann können wir mal schon mal so ein bisschen mutmaßen. Das hat alles nicht passt. Doch, können wir, indem wir das hier rübersetzen, sagen wir mal. Wo war das jetzt mit der 5? Hier ist die 5. So. Jetzt können wir mal gucken. Wir brauchen jetzt eine 8 auf der linken Seite und eine 4 auf der anderen Seite. Oder. Oder es gibt einfach gar nichts von beiden. Oder die sind getauscht. Dann wäre es eine 4 und eine 3. Ah, die werden bestimmt getauscht. Shit. So, pass auf. 4. Mann. Das ist schwer. Okay. Warte mal. 3 gibt's, aber dann gibt's eine 1. Ich brauche eine 4 auf der einen Seite. Oder die 4 ist, oder das Ding ist in der, nee, kann auch nicht in der Mitte sein. Nee, es kann nicht in der Mitte sein. Aber es gibt keine 1 mehr oben. Wir können es doch hier, gibt es noch eine 1 oben. Das war also Bullshit, was ich hier gemacht habe. Aber du bist unten. So, gucken wir mal noch, was gibt es denn noch unten für komische Zahlen? Eine 8. Die gibt es wirklich unten. Ja, die anderen Zahlen gibt es alle unten. Okay, aber wir haben schon mal ein, wo wir ansetzen können. Was gibt es denn noch Unregelmäßiges auf der einen Seite? Es gibt noch eine 5. Haben wir auf der anderen Seite jeweils eine 5? Ja. Haben wir eine 4? Ja. Haben wir eine 3? Weil dann kann man die nämlich nirgendwo mehr ansetzen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, haben wir. Die 1 hatten wir auch schon getestet, oder? Die 1? Ja, gibt's auch. Die 9. Eine 9 auf der rechten Seite. Scheiße. Okay. Das ist schon mal nicht von Erfolg gekrönt. Eine 6. Eine 6 gibt es auf jeden Fall nicht. Also muss die 6 irgendwo hier da abschließen. Ist ein bisschen complicated, was ich hier mache, aber hat schon irgendwo einen Sinn, glaube ich. Zumindest haben wir damit Ansätze. Oh, jetzt muss ich mal mein Gehirn anstrengen hier so auf dem Abend. Ist schon nicht witzig. Jo. Warte mal, haben wir irgendwas, was unten eine 8 hat und dann rechts eine 5? Nö, 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 nö. Okay. Was gibt's denn noch nicht oben? Was gibt's denn nicht genau oben? Guck mal, die 4 haben wir oben, aber wir haben die 4 nirgendwo unten. Also kann man auch mal mutmaßen, dass das irgendwo schon mal nach oben gehört, ne? So, sauber. So, dann versuchen wir mal damit jetzt zu arbeiten, dass das irgendwie puzzletechnisch zusammenpasst. Haben wir eine 8? 8 haben wir nicht, ne? 8 oben, 8 unten? Nö. Wir können an der Seite eine 9. Was ist denn, wenn eine 5? 5, 5, 5. Könnten wir da ransetzen, dann bräuchte ich mal eine 9 und eine 8. Ja, können wir. Guck mal, das passt. Zum Beispiel so würde das schon mal cool aussehen. Jetzt müssen wir nur gucken, ob das übereinstimmt. Und das war mir schon fast klar, dass hier natürlich keine 3 auf der Seite ist. Okay, gut, dann vergessen wir das mal. Haben wir noch was mit einer 9 und einer 8 unten? Nö. Aber wie viel gibt es denn mit einer 8 unten? Also die gehören definitiv übereinander, die beiden. In irgendeiner Form. So, und dadurch, dass wir sie ja hier nicht hinsetzen können. Oder hier hinsetzen können, ist das schon mal wahrscheinlich auf der Seite sogar richtig. Jetzt brauchen wir eine 9 und eine 5. Das wäre der hier. Also die würden passen. Aber jetzt haben wir die 3 und die 8 wieder nicht, ne? Shit. Und das ist das Problem. Das könnte aber auch hier sitzen und da sitzen, ne?
So, können wir mal gucke, gucke. Gibt's. Nee, wir brauchen eine 5-5 Abschließung. Gibt's auch nicht. Also ist der hier schon mal voll ausgeschlossen. Gibt's eine 4-5? Nö. Natürlich nicht. 9. Gibt es eine 5-1? Es gibt eine 5-9. 9. Das ist echt schwer. es gibt auch keine 5 mehr auf der Seite. Das heißt eigentlich, das Ding muss. Doch, da gibt es noch eine 5. Aber es gibt keine 9-9. Es könnte aber sein, dass der hier. Nein. Bleib mal da. Ist der hier? Moment. Alter. Achso, das geht ja auch nicht. Wen hatte ich jetzt hier? Den, ne? Und die 995 so, dann könnten wir auf der anderen Seite die 98 bauen. Haben wir eine 8 oben? Ja, und eine 1 an der Seite. Das würde gehen. So, dann haben wir noch eine 9 und eine 4. Passt. Dann haben wir eine 3 und eine 1. Passt. Und eine 4 und eine 1. Wunderbar. Hat ein bisschen gedauert, aber ihr habt es hinbekommen. Ein Rätsel in unter einer Minute. Okay, dafür gibt es einen Schlüssel mit. Roter Schlüssel. Du gehörst jetzt nicht zufällig. Nicht hier rein. Okay, dann wird der Schlüssel wahrscheinlich. Ich gehe jetzt mal davon aus. Moment. Hier. Nee. Hier hingehören. Was? Rubin, sag mal, kommt der ins Auge rein? Nee. Die Nase damit zu tun. Auch nicht. Brauche ein schweres Gerät. Ah, warte mal. Okay, Kreuzung. Weia, wie soll ich mir, oh Gott, ey, wie soll ich mir das alles merken, was wir hier brauchen? Rabbit. So, hier brauchen wir wieder irgendwas. Zugangskarte. Okay. Was ist das denn? Eine Sonne oder so ein Scheiß. Ey. Achso, Gullideckel ist versiegelt. Er wurde vermutlich jetzt nicht benutzt. Oh, nicht gut, wa? Löcher stecken, okay. Scheibe schmieren und abschrauben. Ich muss die Scheibe schmieren und abschrauben. Was? Schloss zu durchbohren. Alter, was brauche ich denn hier alles? Ich brauche, hätten wir einen Werkzeugkoffer mitnehmen sollen, ne? Spezialagent, okay. Ich muss scheinbar irgendwie erstmal irgendwas finden, womit ich zumachen kann. Kann ich mir den Engel irgendwie angeln? Ja, er hat ja was weggeworfen, ne? Was wir gebraucht hätten, da. Aber was soll man mit den Engeln auch? Okay, die Kreuzung bringt uns hier auch irgendwie nicht ganz weiter. Wir haben jetzt einen Rubin und ich habe keinen Plan, was wir mit den Rubinen machen. Außer wir können damit irgendwas schneiden. Querrennendes Wasser, leider kann ich den Wasserhahn nicht öffnen. Okay, hier passiert momentan echt wenig, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das Spiel noch ein bisschen anzieht. Und die meisten Leute schwärmen dann auch eher von dem zweiten Teil, also. Das ist hier wohl der eher unbeliebtere Teil. Gehe ich jetzt mal von aus. Ist beim Sheriff noch irgendwas gewesen, was wir jetzt ja irgendwie machen können. Ich habe Feuerchen gelegt. Die Hand des Piraten fehlt. Willst du einen Rubin? Ne. Was konnten wir hier noch einsetzen? Wir konnten. Ach, guck mal da.
Was ist das? Rasiermesser, Moment. Damit können wir doch vielleicht... Ich hoffe es. Machst du das? Jawoll! Sehr gut, dann können wir wieder zum Sheriffsbüro. Ein Hin- und Hergelatsche hier, meine Güte. Und dann setzen wir mal das Ding hier ein. Bitte, was brauchen wir aus? Eine Angel. Eine Sonne. Ah, gut, mit der Angel können wir eventuell... Hinterher. Dramatik. Pur. Also sonst brauchst du eine Leiter für alles und da geht das. Einfach mal im Balkon drin kicken, ne? Okay, wimmeln wir mal. Das ist die Artischocke, wollte ich gerade sagen. Eine Karotte. Symbolisch oder echt gemeint? Eine Karotte, eine Karotte. Eine Karotte. Irgendwo hier eine Karotte zu sehen. Ja. Masken. Zwei Masken. Zwei Masken. Das ist eine Maske. Und die zweite ist... Da. So, wir brauchen vier Vögel. Eins, zwei, drei, vier. Wir brauchen den Dietrich. Und einen Frosch haben wir noch gefunden. Oh, ja, okay, warum nicht? Den Dietrich. Ah, so einer. Die gibt es auch in verschiedenen Formen und Farben und weiß der Geier. Nüsse. Wo soll man hier Nüsse sehen, bitte? Ach, da. Ein Stiefel. Jawohl. Ein Fisch. Nehmen wir den. Ein Sattel. Ist das? Nee, das war der Hut. Hier ist der Sattel. Eine Flosche. Wer ist hier die Flosche? Eine Flasche. Ach, guck mal, das ist die Karotte. Ein bisschen blau geworden. Ist ja auch kalt, selbstverständlich. Ist schon okay. Eine Karte. Nehmen wir die. Ein Fernglas habe ich auch gesehen schon. Moment, Moment. Das ist so. Ne, das ist wahrscheinlich so ein Dingsbums. Das ist doch Fernglas. Ne. Ach, nehmen wir das da. Jetzt brauchen wir noch die Flasche. Das ist die Flasche. Dafür gibt es den Dietrich. Womit kann man nochmal mit Dietrich rein? Muss ich kurz überlegen. Das war, glaube ich, zurück, oder? Warte mal, können wir noch angeln? Ein Engel. Okay, wo kann man jetzt mit dem Dietrich weiter? Das ist jetzt die große Frage. Eine der Türen hier, oder? Das war, glaube ich, die hier vom Apotheker. Jawohl. Nein. Der zweite schon gepasst. Meistens ist der dritte, ne? Welcome to the Apotheker. Und der sieht echt cool aus. Glasauge steckt fest. Ich brauche etwas Dünnes. Oder eine Schrotflinte. Nein. Okay, wir brauchen ein Glasauge. Ah, warte mal. Bewege Engelchen und Teufelchen mit Hilfe der Pfeilschaltflächen links und rechts zu ihren Ausgängen. Ach, sowas ist das. Uiuiui. Ah, Mist. Warte mal. Achso. Die müssen sich erstmal irgendwie im Weg stehen. Das war das Beste. So, Moment. Ah, nee, 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 nee. Damit kommen wir nicht weiter. Ah, doch, warte mal. Flup. Flup. Quatsch. Flup. Okay, den Teufel kann man ganz easy bewegen. Aber der Teufel. Ah, ich Idiot. Genau. Engelchen mal rüber, Teufelchen mal runter, Engelchen mal hoch, dahin, dahin. Ah. Wow. Kaffee!
Oh nee, die schlafende Maus sieht so friedlich aus, doch welche Substanz kann solch einen Schlaf verursachen? Ah, okay, die schläft. Die Rosen sind ohnehin selten, doch ihr Duft ist umso ungewöhnlicher. Okay. Anscheinend werden hier Experimente giftigen Chemikalien durchgeführt. Ich brauche eine Gasmaske. Gleich. Erstmal ein Korb für die Katze. In einer Geisterstadt kümmert sich jemand um die Katzen in Raincliff. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich die Katze absetzen. Moment. Cool. So, was ihr das hier? Neabel. Doch an sich gut inszeniert. Also, ich finde es nett inszeniert. Kann man nicht anders sagen. Also, ist jetzt nicht schlimm oder irgendwie so. Ist zwar ein bisschen, ich sag mal, momentan noch relativ langweilig, aber. Also, das ist langweilig. Ruhig. Ich sag mal ruhig. Aber ich hoffe, das wird noch ein bisschen an Dramatik zunehmen. Das ist so ein Abzeichen, oder? Nee. Okay, nicht das Abzeichen. Ich hab's schon verstanden. Ist okay. Brüll mich nicht an. Ein Regenschirm. Eins. Und wir brauchen einen zweiten. Das ist kein Regenschirm. Nur mal so. Ach, so ein Molekül. Das liegt doch öfters mal hier rum. Und wenn ich nicht meine eigenen suche, dann nehme ich auch gern andere. Was ist das zweite Molekül? Nee, das ist ein Dings. Was ist denn noch ein Molekül? Irgendwo aufgemalt? Nee. Okay, Augen drei Stück. Eins. Zwei. Ein Auge noch. Drei. Ein Kreuz. Ein Kreuz. Wattenkreuz. Christliches Symbol oder einfach nur so ein Kreuz? Irgendwo. Hier ist der Schatz. Mäßig. Ein Stethoskop. Haben wir hier gesehen? Hier liegt noch ein Fieberthermometer rum mit 97,7 Grad. Das ist definitiv noch ganz gesund. Abzeichen, Abzeichen. Ja, was für ein Abzeichen? Das ist nicht das Abzeichen, ne? Das war das Kreuz. Ah, okay. Molekül brauchen wir auch noch. Brauchen wir einen Uhrzeiger? Jawohl. Ein Reiter. Reiter. Moment, das habe ich doch gerade noch gesehen irgendwo. Schon aus den Augen verloren. Ich hatte doch irgendwo noch einen Reiter. Ach da. Jawohl. Tabletten. Hallo? Tabletten. Komm raus. Komm. Zeig dich. Alter, kann doch nicht schwer sein, Tabletten zu sehen, oder? Hier seht ihr hier drin. Molekül besonders noch. Abzeichen Molekül. Was für ein Abzeichen wird denn gemeint? Ich hätte jetzt auf das Ding getippt, aber ist es nicht. Was gibt es denn noch für Abzeichen hier in dem Bild? Der zeigt okay. Abzeichen. Da sind die Tabletten. Hier ist das Molekül. Jetzt brauchen wir nur das blöde Abzeichen. Das Ding ist es ja auch nicht. Was meinen sie hier für ein Abzeichen? Das ist auch nicht. Das ist erst recht nicht. Und das wäre ein bisschen komisch, wenn das ein Abzeichen wäre. Hier der Nähe, das Nähabzeichen für guter Näher. Kannst gut nähen. Nee, Quatsch. Das ist auch kein Abzeichen. Das ist erst recht keins. Was für ein Abzeichen? Skette? Nerd of the Year? Nee. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, ne? Aber alles ist möglich, alles ist möglich. Freunde, alles ist möglich. Das ist doch hier ein Abzeichen, meine Fresse. Ein Abzeichen. Irgendwas, was ich noch nicht ist. In den Flaschen vielleicht irgendwo? Nö. Das ist auch kein Abzeichen. Bin ich jetzt so beschränkt?
Exit echt nicht. Was zur Hölle stellen Sie sich jetzt hier unter Abzeichen vor? Ich habe ja nun schon alles angeklickt, was irgendwie in eine Richtung eines Abzeichen gehen kann. Ne? Nicht, dass es eins ist, aber in die Richtung. Das war doch ein Abzeichen. Hä? Ey, geil, dafür kriege ich eine Gabel. Okay, wollen wir jetzt erstmal Katze holen oder wollen wir erstmal den Gulli? Wir holen erstmal Kätzchen. Mautz. Katze. Husch, husch ins Körbchen. Na komm. Jawohl. Brave Kätzchen. Einfach mal eine Katze mitgenommen. Läuft. Die Katze hätte ich jetzt überlegt, bei den Apotheker da reinzusetzen, bei der Milch. Sehr gut. Ach. Hättest du nicht mal reingreifen können, ne? Das ist der blaue Schlüssel. Sehr gut. Aber was ich überlegt habe, wir haben ja die Gabel und wir hatten noch dieses komische Moment. Wo war das? Hier. Jawohl, wir haben schon den Startknopf. Und damit können wir ja eigentlich für den Flipperautomat. Wir haben Kaffee, wir haben das. Wofür brauchen wir den Flakon? Ich habe keine Ahnung. Da brauchen wir. Was wir hier nicht brauchen. Moment. Wir haben nichts, womit wir das kaputt machen können. Oder? Vielleicht doch. Ich will da ran. Macht das doch irgendwie im Arsch, ey, Freund. Das geht. Trau dich. Vielleicht können wir schon mal irgendwas mit dem Kaffee machen, bei der Kaffeemaschine. Gehen wir mal hinein. Ins Kaffee. So. Wir brauchen bestimmt Wasser, ne? Ja, allgemeiner Kaffeeboden, okay. Aber wir haben zumindest mal schon mal den Kaffee reingeflößt. So, dann können wir ja hier eigentlich... Ach, das ist der Kassenknopf. Moment. Fehlknopf einsetzen. Okay, mir fehlt noch eine Zahl. Ach, warte mal, wir können doch mit den... Wenn den Schlüssel einsetzen, öffnet sich ja noch so eine kleine Lade, ne? So wie beim ersten. Ha, wer kriegt den denn? Siegelring. Kriegt es der... Das Skelettmännchen kriegt nicht den Siegelring, oder? Wer kriegt denn jetzt den Siegelring, verdammt? Die Maus. Pass auf, hier ist eine Katze unterwegs. Und du pennst. Das ist eine schlechte Kombi. Die Rose aus Browns Wintergarten verursacht ihr Duft einen komatösen Zustand? Ja. Verursacht der Kontakt Amnesie? Ja. Wie hoch ist die Konzentration in einer einzigen Blume? Wie lange dauert der Trancezustand an? Menschen anfällig für den Duft? Ja. Okay, okay. Wer kriegt jetzt den Ring? Ich würde jetzt mal schätzen, hier oben irgendwas. Naja, Jackie hat ja keine Hand, ne? Das Piratenfeld, aber da können wir mit den Siegerringen irgendwas anderes noch aufmachen? Was können wir mit den Siegerringen anfangen? Hier ist ja heiß. Schmeiß mal heißen Kaffee rauf. Das will er ja nicht aufmachen. Der Siegerring. Ah! Eine Zwille, damit können wir den Vogel abschießen, damit er uns den Ring gibt. Und eine Plastikflasche. Okay. So, mein kleiner Scheißer, du. Und. Nee? Wie nee? Schieß den Vogel ab. Das schießt doch den Vogel ab. Leere Flasche. Okay, wir können irgendwo. Wo kann man Wasser auffangen? Hier war nichts, wa? Nee. Okay, wir brauchen irgendwoher Wasser. Ach, warte mal, vielleicht können wir ja... Mann! Nein! Hör auf damit! Hier. Können wir nicht.
Wir müssen das Wasser irgendwie kaputt machen. Ah, Scheiße. Auch ein Griff. Mhm. Ah ja. Hier war ja auch nichts mehr. Ich brauche nur irgendwas, um ins Glasauge ranzukommen. What? Keine Ahnung, warum der das Glasauge braucht. Er weiß es aber. Das ist immer das Faszinierende bei den Wimmelbildspielen. Sie wissen schon, dass sie es brauchen. Aber du weißt es nicht. Ja, hier kommen wir auch nicht weiter, genau. Also müssen wir irgendwo hier noch weiterkommen. Der Löwe, der kann uns auch nicht helfen. Ich hätte ihn die Nase abgeschnitten, aber wäre ja auch nicht. Ach, warte mal, vielleicht können wir mit der Zwille? Geht das? Ja! Supi. Damit kriegen wir die Kugel. Und jetzt können wir flippern. Dann gehen wir nochmal flippern. Flippern. Kugel hinein. Okay. Bewege Kugel durch das Labyrinth bis zum Ausgang. Moment. Ach, sowas. Ja, ja. Platsch. Aha. Wir kommen natürlich nicht so einfach durch, Leute. Das ist schon klar. Jetzt habe ich mich eingesperrt, wa? Super. Wie kriegen wir die denn auf? Das ist jetzt die große Frage. Wir können den nicht nach innen bewegen und den nicht nach innen bewegen, aber wir müssen die irgendwie nach außen bewegen. Verstehe ich nicht. Ist er jetzt aufgegangen? Nur weil ich so mache? Interessant. Okay. Ja, aber ich komme nicht da lang. Ich müsste, wenn dann irgendwie den zubekommen. Ach so, Moment. Ein wenig umständlich, aber wir kriegen es hin. Und jetzt nochmal eine Ehrenrunde, ne? Weil es so schön war. So, 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 so. Okay, ging ja. Ein Schraubenzieher, damit kriegen wir den Eimer ab. Ne? Okay, er behält den Schraubenzieher. Ich glaube, wir hatten noch mehrere Sachen. Als improvisierte Abrissbirne geht nicht über einen schönen Heizkörper. Warum willst du was abreißen? Verstehe ich jetzt nicht. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Aber erst wenn wir Kaffee gekocht haben. Reiß die Hütte ab. Aber erst wenn wir Kaffee gekocht haben. Ja. Okay, wo man meint, wir hatten noch irgendwas anderes. Wo war mit einem Schraubenzieher? Ne, mit einem Schraubenzieher. Schraubenzieher! Alter, das ist Schlitzschraubenzieher. Ich muss die Scheibe schmieren und abschrauben. Warum musst du die Scheibe schmieren? Willst du mich eigentlich verkackeiern? Ich muss die Scheibe schmieren. Hä? Und da kannst du die Schraube nicht lösen. Oh, ohne die geschmierte Scheibe kann ich meine Scheibe. Kann ich den nicht. Bin ich zu blöd. Blöd. Ich brauche etwas, um das Schloss zu durchbohren. Ja. Natürlich. Aber vielleicht können wir hier mal ein bisschen. Jetzt mich verarschen und traust dich nicht ins Wasser. Dafür brauchen wir eine Angel? Alter. Chill mal deine Base. Holla, um Haaresbreite. Um Haaresbreite. Wofür brauchen wir jetzt Wasser eigentlich? Nee, für dich nicht. Achso, ja, für Gell. Aber komm mir das jetzt. Geht nicht aus dem Eimer, das ist zu viel. Die Brühe sollte ich nicht. Okay, gut. Och, Mann. Wisst ihr?
Kannst auch mal kooperativ sein. Aber, Freunde, die Folge ist sowieso vorbei. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß, wie ich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.